Geschichte der Appenzellerbahnen geht bis ins Jahr 1875 zurück. Die heutige Aktiengesellschaft ist im 2006 durch eine Fusion von der Rorschach-Heide-Bergbahn, der Bergbahn Rinegg-Walzenhausen, der Tragenerbahn und der Appenzellerbahnen entstanden. Ein Grossteil vom Rollmaterial und der Infrastruktur sind veraltet und müssen dringend ersetzt werden. Die Verantwortlichen haben die Gelegenheit genutzt, um das ganze Angebot der Appenzellerbahnen von Grund auf zu überdenken. Das ist eine Ersatzbeschaffung, eine 1:1 Ersatzbeschaffung. Und wenn man doch schon Geld in die Finger nimmt für eine Ersatzbeschaffung, dann macht man es so, dass man auch nachher Kundennutzen generieren kann. Der Kunde soll letztlich auch alle Viertelstunde können von Tiefen auf St. Gallen fahren. Er soll modernes Rollmaterial haben, neue Züge haben, wo man ebenerdig einsteigen kann. Auf Tragen auf, sollte es eine Erstklasse drin haben. Die Fahrzeuge sollten alle klimatisiert sein. Der Kunde soll das Velo mitnehmen, soll mit dem Kinderwagen bequem einsteigen können. Das ist eigentlich die Zielsetzung. Ein halbes Jahrhundert lang hat es immer wieder Studien, Pläne und Vorstöße gegeben, um das Streckennetz der Appenzellerbahnen zu modernisieren. Die Ideen sind aus dem einen oder anderen Grund alle versandet. Der Durchbruch ist mit dem Projekt der sogenannten Durchmesserlinie Appenzell-St. Gallen-Tragen gekommen. Ich glaube, es ist die Interessenlage von diesen drei Kantonen, Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden und St. Gallen, und die Interessenlage der Stadt St. Gallen, wo man hat zusammen vereinen konnte, wo sich die Behörden auch können einigen auf einen Finanzierungsschlüssel, man hat sich auf einen Linienschlüssel, also die Linie, wo fährt sie durch, die Finanzierung entsprechend können absichern. Und das war ganz ein wichtiger Durchbruch gewesen. Das Kernstück ist der Bau von einem rund 700 Meter langen Tunnel unter der Ruckhalde zwischen dem Bahnhof St. Gallen und dem Riethäusli-Quartier. Das war der Schlüssel, der den Weg für das ganze Projekt freigemacht hat. Die Idee, dass das Tunnelportal Süd in die Riethäusli-Strasse kommt und nicht in die Tüferner Strasse, zusammen natürlich mit der ganzen Verlegung der Haltestelle, da hat an sich den Durchbruch gegeben. Mit der neuen Linienführung wird der Verkehr entlastet und die Sicherheit erhöht. Allerdings geht auch ein Stück Bahngeschichte verloren. Die engste Kurve von einer Zahnradbahn zu Europa wird aufgelöst. Mit dem neuen Tunnel ist die Zahnradstrecke überflüssig. Dafür ist der Zug schneller, was ein wichtiger Schritt in Richtung Viertelstundentakt ist. Das Ziel ist die Modernisierung unserer Bahn, dass wir mehr Kundennutzen generieren können, wirklich der Kunde ein komfortables Reisen hat, ein häufiges Reisen und ein bequemes Reisen hat. Der Bund und die Kantone Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden und St. Gallen haben bis 2013 das gesamte Modernisierungspaket abgesegnet. Sie übernehmen Kosten von 90 Millionen Franken für die Erneuerung der Infrastruktur. Weitere rund 100 Millionen für die Anschaffung von neuen Zügen gehen zulasten der Appenzellerbahnen. Der Auftrag ist nach einer öffentlichen Ausschreibung an die Ostschweizer Stadler Rail vergeben worden. Ich freue mich natürlich, dass wir wirklich auch aus der Ostschweiz raus die Züge bekommen, die guten Züge, die qualitativ guten Züge werden bekommen. Und ich freue mich auch, dass wir sehr viel Infrastruktur, also Bauaufträge auch in der Region platzieren können. Die neue Bahnflotte besteht aus 12 Fahrzeugen vom Modell Tango. Das Design orientiert sich an den Traditionen im Appenzellerland und der Stadt St. Gallen. Das erste Fahrzeug wird Ende 2017 für Testfahrten ausgeliefert. Also die Züge werden viel leiser, die werden viel weniger rumpeln, die sind auch weniger schwer und träge. Es gibt ein Fahrzeug, das kompakt ist, das top modern ist, das ganz andere Bremsverhältnisse hat und darum eben auch leiser kann fahren. Und das wird ganz, ganz anders sein für die Leute. Gleichzeitig mit der Erneuerung der Flotte werden auch die Haltestellen und Bahnhöfe modernisiert. Das Jahrhundertprojekt ist am 4. April 2016 mit dem Spatenstich im Riethäusli offiziell in die heisse Phase getreten. Die historische Bedeutung war den geladenen Gästen bewusst. Appenzell-Innerrhoden hat noch gerne einen Tunnel gebaut. Das ist der erste Tunnel, wo wir uns wenigstens finanziell beteiligen. Das ist wirklich ein historischer Moment für die Appenzellerbahn, aber auch für die Region, für St. Gallen und für beide Appenzeller Kantone. Da haben wir ein langfristiges Projekt, wo wir die Strasse entlasten können, weil der Strassenverkehr nimmt ja trotz allem immer noch zu, über 4% im Jahr. Und von dem her braucht es die Entlastung wirklich dringend auch für eine moderne, attraktive und eine schnelle, sichere Bahn. St. Gallen und Appenzell rücken näher zusammen. Also auch das Naherholungsgebiet Appenzell wird somit noch besser erschlossen. Das ist für den Tourismus natürlich auch attraktiv. Die Verantwortung des Gesamtprojekts liegt bei der Ostschweizer Firma Amberg Engineering.
Auch dieser Auftrag war öffentlich ausgeschrieben. Die Sarganser Ingenieure haben den Zuschlag nicht zuletzt wegen ihrer Erfahrung mit Grossprojekten bekommen, unter anderem beim Bau des Gotthard-Basistunnels. Der Auftrag der Appenzeller Bahnen hat seine eigenen Herausforderungen. Das ist der Bahnhof in St. Gallen. Dort tut man die beiden Bahnhöfe, die es jetzt noch gibt, miteinander verbinden. Also der von der Trogener Bahn und der von der Linie St. Gallen-Geiss-Appenzell. Ein weiteres Teilprojekt ist nachher beim Güterbahnhof. Dort wird man die Trasse verlegen, Richtung SBB. Es gibt dort eine Verlängerung der Kreuzungsstelle und eine zusätzliche Haltstelle. Und dann kommt das grösste Teilprojekt, das ist der Ruckhalden-Tunnel mit der Haltstelle in Riethäusli oben. Also die wird von der Tüferner Straße verschoben in die Riethäusli-Straße über. Dann gibt es eine Kreuzungsstelle Liebeck. Das ist eine Kreuzungsstelle, die es jetzt schon gibt, aber ein bisschen ausgebaut werden muss. Und dann gibt es eine Kreuzungsstelle in der Lustmühle, die wir auch brauchen, um den Fahrplan zu halten für den Viertelstundentakt. Der offizielle Start vom Tunnelbau im Riethäusli ist Ende August 2016 mit dem Anstich gefeiert worden. 120 Kilogramm Sprengstoff haben sich rund 2 Meter tief in Felsgraben und die Bauarbeiten lanciert. Ein Moment, wo niemand kalt lässt. Das geht dann wirklich unter die Haut, wenn man einfach hört, wie da jetzt ein x Kubikmeter Stein kommt. Das ist ein ganz emotioneller Moment für mich, vor allem aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Mineure und Maschinisten, die hier auf dieser Baustelle arbeiten. Für eine unfallfreie Bauzeit soll die Heilige Barbara sorgen, die Schutzpatronin der Mineure und Tunnelbauer. Nach der priesterlichen Segnung ist die heilige Statue an ihrem künftigen Ehrenplatz am Tunnelportal deponiert worden. Die ehrenvolle Aufgabe hat die Taufpatin Anja Priesig wahrgenommen. Sie gibt dem Ruckhalden-Tunnel auch den offiziellen Namen Anja-Tunnel. Die Lokführerin freut sich schon jetzt darauf, wenn sie das erste Mal durch ihren Tunnel fahren kann. Ja, es ist eine Vorfreude und es ist natürlich eine spezielle Sache, wenn es auch noch auf den eigenen Namen benannt worden ist. Und ja, ich denke, man wird beim Durchfahren etwa mal an die Feierlichkeiten von heute denken. Bis es soweit ist, müssen insgesamt 33'000 Kubikmeter Fels und Gröll aus dem Hügel abtransportiert werden. Eine besondere Herausforderung an die Logistik sind die engen Platzverhältnisse auf einer innerstädtischen Baustelle. Ein weiteres Problem ist das Grundwasserreservoir in der Ruckhalde. Wenn Sie das Grundwasser nicht würden absenken und mit dem Vortrieb in das Grundwasser würden rein, dann müssen Sie sich vorstellen, würde das Grundwasser Richtung dieser Tunnelbrust fliessen. Und das würde zu Instabilität in dieser Tunnelbrust führen. Darum müssen wir das Grundwasser vorgängig absenken. Das passiert, dass wir auf der Bergseite des Tunnels Filterbrunnen gebohrt haben. Die sind bis 50 Meter lang. Pumpen eingestellt haben, das Wasser abpumpen. Das ist Grundwasser, das man dort abpumpt. Und nachher wieder am Grundwasserträger zurückgeben, ein bisschen weiter unten. Das ist dann das Umgekehrte. Das sind dann Versickerungsbrunnen, die das Wasser wieder im Boden hinein versickern tut. Wegen der geologischen Verhältnisse wird im Tunnel mit unterschiedlichen Methoden geschaffen. Auf der Südseite im Riethäusli muss man das Gestein wegbrechen. Im Norden wird der Fels weggesprengt. Also wir sind von Norden her etwa 300 Meter lang in einer Felsstrecke. Da ist vorwiegend Sandstein und Nagelflur. Da ist der sogenannte Molassefels. Dann gibt es dort einen Übergangsbereich. Und dann kommt man in Lockergestein rein, wie wir es jetzt hier von Süden her machen. Und dort machen wir ja den Rohrschirm rund um das Profil herum und tut dann eigentlich mit dem Bagger unter dem Rohrschirm mit dem Köbel rausbrechen. Ein wichtiger Meilenstein vom Gesamtprojekt ist der Tunneldurchstich, wenn die beiden Tunnelhälften im Sommer 2017 aufeinandertreffen. Ein Durchstich von einem Tunnel ist einfach immer ein Highlight und das ist, glaube ich, schon der Meilenstein, wo wir natürlich auch intensiv darauf planen und uns auch jetzt schon freuen, wenn denn da so weit kommt. Bis dann haben wir noch ein paar Herausforderungen zu meistern, müssen den Tunnel ausbrechen. Ja, dann haben wir noch ein paar Monate Zeit, um den Durchstich zu machen. Mit dem Bau des Tunnels ist das Teilprojekt nicht abgeschlossen. Es braucht eine neue Haltestelle und die alte Gleisanlage muss abgebaut werden. Für die Anwohner bedeutet das nochmal Einschränkungen, Baulärm und Behinderungen. Das Verständnis für das Projekt ist aber da. Ich sehe es jetzt einfach am Interesse, das wir haben, um die Baustelle anzuschauen.
wo wir sehr stark angefragt sind, um Führungen zu machen für den Tag der offenen Türe, oder Tag des offenen Tunnels, muss ich noch sagen. Oder? Also das Interesse der Bevölkerung ist da. Und ich glaube auch die Vorfreude auf den neuen Zug, auf das neue Angebot, auf die Verbesserung, auf die Modernisierung, die teilt sehr, sehr einen grossen Anteil der Bevölkerung mit. Und da freut mich und da bin ich auch wirklich dankbar den Leuten gegenüber. Der Tunnelbau und Umgestaltung des Riethäusli ist das auffälligste und teuerste Teilprojekt der Bahnmodernisierung, aber eben gleich nur ein Teil des Ganzen. Andere Aspekte der Bauarbeiten sind mindestens genauso aufwendig und komplex, wenn nicht sogar noch mehr. Es kommt noch ein happiger Meilenstein, das ist nämlich vom April 18 bis im November 18. Dort wird es einen Betriebsunterbruch geben zwischen Tiefen und St. Gallen. Und dort laufen sehr viele Arbeiten. Das sind einerseits noch gewisse Tiefbau- und Spezialtiefbauarbeiten auf dem heutigen Trasse, die wir jetzt noch nicht ausführen können, weil dort die Zellerbahnen fahren noch. Die ganzen bahntechnischen Einrichtungen, Stellwerk, Sicherungsanlagen, Inbetriebnahme der Fahrzeuge, das muss alles in diesen 6 Monaten passieren. Das muss auch abgestimmt sein auf die anderen kleineren Teilprojekte, Luschmühle oder Liebeck. Und dort braucht es sehr viel Koordinationsaufwand, dort muss alles miteinander zusammenpassen. Und ich denke, das ist fast noch die größere Herausforderung als der Tunnelvortrieb. Ein weiterer grosser Brocken, der Umbau des Streckennetzes beim St. Galler Güterbahnhof Nord, geht bis Ende 2022. In der Zwischenzeit müssen die Kunden ein paar Einschränkungen in Kauf nehmen. Aber am Schluss haben sie einen klaren Mehrwert. Wir setzen uns wirklich mit Herzblut für unsere neue Bahn ein, für mehr Kundennutzen, für Sicherheit, für Bequemlichkeit, für schnellere Leistungen und für bessere Dienstleistungen. Und das machen wir wirklich mit Herz. Und das ist auch unsere Führungsphilosophie, wie wir das Projekt jetzt noch zu Ende führen. Die Appenzellerbahn rüstet sich für die Zukunft. Bequem, sicher, schnell.